Jetzt kommen wir oder wir nähern uns langsam dem nächsten Redner. Er ist ein Guru. Er ist der Guru Bayerns für eine vernünftige Gesundheitspolitik. Und das weiß er deshalb, weil es sein Beruf ist, da kennt er sich aus. Aber er hat auch versteckte Talente. Im Nebenberuf ist er Schriftsteller. Er schreibt traditionelle, historische, bayerische Weihnachtsgeschichten. Damit ist er sozusagen der Goethe des Alpenraumes. Und diese Mischung aus beruflicher Leistung, hohem Bildungsstand, exzellenter beruflicher Kenntnis und Heimatliebe, das ist das, was uns in der AfD auszeichnet. In keiner Altpartei und in keinem Massenmedium gibt es dieses hohe Niveau an Qualifiziertheit wie unter den Mitgliedern der AfD. Aber warum lassen es die Altparteien und die von ihnen bezahlten Presseklaköre genau andersrum raus? Warum lassen sie verlauten, wir hätten kein Niveau? Wir würden flache Parolen verbreiten. Wir würden keine Lösungen anbieten. Ich habe die mal nach Sigmund Freud analysiert. Dadurch, dass es in den Altparteien und in der Presselandschaft so ein niedriges Niveau an Kompetenz und Menschlichkeit gibt, das ist der Minderwertigkeitskomplex der Altparteien, der aus diesem Vorwurf spricht. Und jetzt bitte ich auf die Bühne den Goethe des Alpenraumes, den zweifachen Goethe und Puschkin des Alpenraumes. Jetzt kommt er ja endlich. Ja, ist ja gut. So, runter, komm. Er wird sprechen über die Verarmung, das möchte ich noch sagen, das ist wichtig. Er wird sprechen über die Verarmung von uns allen. Er wird sprechen über die Verarmung der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland. Das seid ihr, das sind wir alle zusammen. Begrüßen wir den Kreisvorsitzenden Oberbayern Süd und Sprecher des Landesfachausschusses Gesundheit. Ihr wisst schon, wie es geht. Achtung, wie beim Boxen früher. Mario Buchner! Wo hat man den nur rausgelassen? So, grüßt euch, liebe Freunde. Grüß Gott hier in Deggendorf und erst einmal, wie sich das gehört, mein Dankeschön an die Katrin Ebner-Steiner, dass ich heute hier sein darf, dass du und der Kreisverband, der Vorstand hier das organisiert hat. Euer Applaus, eine Riesensache. Vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen vielen Dank dafür, dass ich mal über ein Thema sprechen kann, das uns alle angeht, das jeden von uns interessiert, weil es auch jeden von uns nicht nur im eigenen Leben, sondern auch im eigenen Geldbeutel trifft, nämlich die Gesundheitspolitik. Als ich 2013 in die AfD gegangen bin, dann war das nicht wegen der verfehlten Europolitik oder dieser Rettungspolitik des Euros, sondern für mich war es die Gesundheitspolitik, denn ich beobachte dieses System seit jetzt über 25 Jahren und sehe zu, wie von Jahr zu Jahr mehr Milliarden in dieses System hineingepumpt werden, ohne dass die deutsche Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise gesünder sei als andere Länder, andere Nationen, noch dass das Gesundheitssystem besser sei als in anderen Ländern. Und im Jahr 2014, meine Damen und Herren, alleine wurden in einem Jahr 328 Milliarden Euro in unser deutsches Gesundheitssystem gepumpt. Und wenn wir uns mal überlegen, wir haben mittlerweile nicht nur eine Zweiklassenmedizin, nein, wir haben eine Dreiklassenmedizin. 80.000 bis 140.000 Menschen, die Zahlen schwanken ein wenig, haben in Deutschland, obwohl es eine gesetzliche Verpflichtung zur Krankenversicherung gibt, keine Krankenversicherung, und zwar, weil sie sich diese nicht leisten können. Und das sind nicht irgendwelche sozial randständigen Gruppen, über die wir hier sprechen, nein, das ist unter anderem auch der mittelständige Handwerker, der sich schlicht und ergreifend ein paar hundert Euro für eine gesetzliche Krankenversicherung im Monat nicht leisten kann.
Er sagt schon, es wird nichts passieren, das brauche ich, dieses Geld, um letztendlich selbst überleben zu können für mich und meine Familie. Und wenn Sie sich überlegen, was verdient eine durchschnittliche vierköpfige Familie in Deutschland? Das Jahresbruttoeinkommen liegt bei 35.000 Euro. Das sind 2.900 Euro pro Monat. Und davon gehen allein in einem Jahr 6.300 Euro nur für eine Krankenversicherung und für eine Rentenversicherung ab. Und für alle die jetzt hier stehen und in der privaten Krankenversicherung sind, ihnen geht es, weiß Gott, nicht besser. Vor allen Dingen dann, wenn sie ins Alter kommen, wenn sie Rentenbezieher sind. Wenn sie dann im Basistarif sind, müssen sie monatlich 630 Euro bezahlen. Selbst wenn Hilfebedürftigkeit bei Ihnen auftreten sollte, dann kann gesetzlich Ihr Basistarif um die Hälfte reduziert werden, was aber in keinster Art und Weise dazu führt, dass es Ihnen wirtschaftlich besser geht, wenn Sie monatlich immer noch 315 Euro an Krankenkassenbeiträgen bezahlen sollen. So, und das ist diese prekäre Situation, in der wir uns in Deutschland befinden. Und jetzt hören Sie genau zu. In diese prekäre Situation hinein kommt ein Antrag der Partei Die Linke und ein Antrag der Partei Die Grünen. Und diese beiden Anträge sehen Folgendes vor, dass illegale Migranten in Deutschland mit gesetzlich krankenversicherten Beitragszahlern vollversichert gleichgestellt werden sollen. Und zwar auf Kosten nicht des Steuerzahlers, sondern auf Kosten der Beitragszahler, also auf ihre Kosten. Und sie sollen nicht nur gleichgestellt werden, nein, sie werden auch besser gestellt. Denn sie werden von den Zuzahlungen, die sie bezahlen müssen, auch noch befreit. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, seit über 25 Jahren bin ich in diesem System beruflich tätig. Das ist gesundheitspolitisch das Asozialste, was ich je an Vorschlägen gegen das eigene Volk gehört habe. Und ich mache da aus meinem Herzen keine Mörderprobe. In der letzten Woche habe ich diesbezüglich an 27.000 Journalisten in unserem Land eine Pressemitteilung herausgeschickt und habe klar verurteilt, dass mit diesen Anträgen der Linken und der Grünen hier mit dem sozialen Frieden in unserem Land gespielt wird. Und ich will Ihnen mal nicht vorenthalten, was man da so an Reaktionen bekommt. Nur mal zwei ausgewählte hier von Journalisten. Der erste ist von der ARD. Es ist ein Herr Rolf Czernocki. Er schreibt mir zurück, kriechen Sie unter Ihren Stein. Die Chefredaktion des Hörfunks, des Südwestrundfunks in Baden-Baden schreibt mir, schreiben Sie mir nie wieder. Für mich sind Sie ein Menschenverachter. Sie werden noch viel Leid in Ihrem Leben erleben. Das ist die Reaktion von Journalisten, wenn ich mir also Gedanken mache um Sie. Um das deutsche Volk, um die Deutschen. Das darf man in diesem Land nicht mehr so sehr. Das ist nicht mehr so gerne gehört. Ich sage Ihnen eins und das rufe ich all denen zu. Ich bin hier nicht der Menschenverachter. Menschenverachter sind die, die diese Politik machen und die Gesellschaft bewusst auseinandertreiben lassen. Ihr seid die Asozialen und ihr seid die, die unser Land spalten. Ich habe in dieser Pressemitteilung auch darauf aufmerksam gemacht, wenn wir hier versuchen, mehr als 2 Millionen Menschen mal gerade so in die gesetzliche Krankenversicherung hineinzunehmen, dass wir als Beitragszahler alle mit mehr als über einem Prozentpunkt an zusätzlichen Beiträgen leisten müssen. Und wir hier in Bayern, was heißt das denn, ein Prozentpunkt? Ein Prozentpunkt heißt für unsere durchschnittliche 35.000 Euro Familie 350 Euro nochmal zusätzlich auf die 6.300 Euro im Jahr. So, aber jetzt sind Sie hier in Bayern die doppelt Dummen. Denn hier in Bayern fließen jährlich, zugehört, 2,1 Milliarden Euro, Jahr für Jahr für Jahr, aus den gesetzlichen Krankenkassen in Bayern, in den sogenannten Gesundheitsfonds, und unterstützen die Misswirtschaft anderer Länder, anderer Krankenkassen. Und das Geld steht uns hier in Bayern, Ihnen, wir als Patienten und dem Gesundheitssystem, nicht mehr zur Verfügung.
Das ist der Grund, warum, wenn Sie beispielsweise in der AOK sind, die AOK in diesem Jahr hätte den Beitrag senken können auf 14,6%. Das ist gesetzlich so festgeschrieben. Da werden Sie aber dumm schauen, denn die AOK ist gezwungen, aufgrund dieses Abflusses des Geld 1,1 Prozentpunkte mehr von Ihnen zu verlangen. Das heißt also, aufgrund dessen bezahlen Sie in Bayern als Durchschnittsfamilie eh schon 350 Euro mehr im Jahr. Wenn Sie jetzt noch die Kosten der illegalen Migranten mit dazu nehmen, ist das eine zusätzliche Belastung von 700 Euro pro Jahr. Wenn Sie mal gerade 35.000 Euro verdienen. Das, liebe Freunde, ist die Situation, wie wir sie hier erleben. Und das ist nicht das Geld, was Sie für sich investieren. Nein, dieses Geld wird investiert nicht für Ihre Familie, für Ihre Kinder, für Fremde, für Menschen, die in diesem Land nichts geleistet haben, die in diesem Land noch nicht einen Euro in diese Kassen einbezahlt haben und sie bekommen es geschenkt. Das muss beendet werden. Dazu darf es auf gar keinen Fall kommen. Und bitte nicht nur hier stehen und klatschen, liebe Freunde. Wie lange wollen wir uns das bieten lassen? Liebe Familien, lieber Mittelstand, liebe Unterschicht, wie lange wollt ihr das noch ertragen? Jahr für Jahr für Jahr bezahlt ihr mehr. Und es wird in die große Trickkiste gegriffen. Im nächsten Jahr wird euch der liebe Herr Gesundheitsminister Gröhe erzählen, war alles halb so wild. Die Beiträge mussten überhaupt nicht so steigen, wie das zum Beispiel so ein Hetzer, wie dieser Herr Buchner da gesagt hat. Ich sage Ihnen warum. Weil er in diesem Jahr in die Rücklagen der Krankenkassen greift, nimmt 1,5 Milliarden Euro da heraus, Ihr Geld, und steckt es in die Finanzierung der Gesundheitsleistungen für illegale Migranten. Herzlichen Dank, Herr Gröhe. Das tut er im Übrigen nur, weil im nächsten Jahr, nicht vergessen, es ist Bundestagswahlkampf. Da möchte man, dass Sie alle schön ruhig sind und dass Sie nicht das Gefühl haben, es wird zu viel Geld ausgegeben. Im Übrigen, wenn Sie in Bayern sind, dürfte Sie auch interessiert haben, dass es einen Nachtragshaushalt gibt. 3,3 Milliarden Euro hat der Bayerische Landtag allein zur Finanzierung für Integration und Zuwanderung hier in Bayern zur Verfügung gestellt. 3,3 Milliarden Euro, das sind 2,8 Millionen Euro jeden Tag. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gleichzeitig sagen Ihnen aber die Leute, die das getan haben, die Rentenkasse ist leer, wir können Ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen und für Ihre Pflege im Alter sollten Sie bitte auch gleichzeitig selbst Verantwortung tragen. Und ohne zu zucken haben Sie Milliarden in der Hand, um Sie Fremden und Illegalen hier in unserem Land in den Hintern zu fahren. Also, liebe Freunde, nochmal auf die Schnelle. 800 bis 140.000 Leute in Deutschland haben keine Krankenkasse. Das ist ein untragbarer Zustand. Mehrere Millionen Menschen werden in Deutschland allein aufgrund ihrer Krankenkassenbeiträge und Rentenversicherungen an den Rand der Existenz gedrängt. Und insbesondere Pflegebedürftigkeit und Krankheit werden für Betroffene als auch für die Familien zu einer Existenzbedrohung. Und verursacht hat diese Situation letztendlich die Politik. Sie sollte eigentlich vor diesen Risiken schützen. Dabei ist es heute der Staat, der selbst diese Risiken verursacht. Und auch das ist eine Aufgabe, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass das endlich aufhören muss. Roman Herzog hat in seiner Berliner Rede 1997 gesagt, ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Dieser Ruck wird kommen. Denn dieser Ruck wird die AfD sein. Und heute steht mehr auf dem Spiel, als Sie vielleicht im Moment noch sich vorstellen können. Wenn wir unsere Demokratie retten wollen, dann brauchen wir erstens eine Revolution und eine Neubesinnung auf unser nationales Selbstbewusstsein. Wir brauchen zweitens eine Revolution und eine Erneuerung unseres sozialen Bewusstseins. Deutschland braucht die Alternative für Deutschland. Glück auf AfD, Glück auf Bayern, Glück auf Deutschland.
Macht's gut, Freunde. Vielen Dank.